Hallihallo, Leute! Ja, genau, wir sind hier auf dem Caterpillar-Testgelände in Spanien. Genauer gesagt, in Malaga sind wir. So, jetzt denkt ihr euch, ja, Jean-Pierre, was machst du hier? Du kennst dich doch gar nicht aus mit den Dingern. Das stimmt so ein bisschen, ja. Ich kenne mich auf jeden Fall aus mit dem Spaß haben. Und das werden wir nämlich auch. Erstmal mit dem Kollegen hier, der sieht jetzt schon mal ganz lustig aus. Spielt aber nicht die Hauptrolle. Die Hauptrolle spielen große Maschinen. Und die gucken wir uns auch zusammen an. Wir werden zusammen rausfinden, was man alles machen kann damit und was vor allen Dingen Neues. Wir fahren es auch los, würde ich sagen. Ach ja, das 20 km/h-Schild ist für uns heute komplett uninteressant. Ja, ich werde fahren, wie ich meine, dass ich fahren muss. Und ihr wollt. Los geht's. So, los geht's. Handbremse los und ich sag mal ganz elegant den Schlappen runter. Quer geht er auch und das wird ich nicht immer gewollt. So. Die 20 km/h sind schon Geschichte. Wir sind jetzt hier schon bei 30 Meilen. Ihr könnt ja selber gucken. Guckt runter. Genau. Da, auf dem Tacho. So, einmal hier schick anbremsen und rum. So geht das. Aber es geht nicht nur ums Querfahren, sondern um Assistenzsysteme, neue Technologien, ja und Spaß, ne? Das darf nicht fehlen. So. Jean-Pierre. Hey, Jean-Pierre. Ein bisschen ruhiger. Du bist hier nicht auf einer Rennstrecke. Ja. Okay. Tut mir leid. Der guckt halt immer zu, ne? Wir haben ein bisschen Anschiss bekommen von oben. Passiert. Müsst ein bisschen disziplinierter fahren, ne? Aber Disziplin passt nicht zu einer D11. 32 Liter Hubraum. 32 Liter. 910 PS. Da ziehe ich die Handbremse. Das macht Spaß. So, los geht's, ja? D11. Was ein Monster. 100 Tonnen. 100 Tonnen. Guck es mal an. Aber es geht doch gar nicht um die D11. Es geht um den D6F. Und da haben wir es auch. Mit Slope Assist. Ich gucke es mal genauer an. So, wir sind auch wieder mitten in der Action drin. Frank sitzt auf der D6N drauf, hat die Assistenzsysteme aktiviert, den Slope Assist. Die Lenksautomatik, die Querlenkungsautomatik ist an. Weißt du was? Wir gehen mal näher ran, weil so können wir es nicht gut sehen. Pass auf, guck mal mit. Was wir nämlich hier schön sehen können, ist, dass der Slope Assist gleichmäßig arbeitet. Seht ihr, wie das Schild korrigiert? Längs- und Querlenkungsautomatik ist aktiviert. Oh, das wäre ja zu nahe. Sekunde. Das sieht auch so spaßig aus, das will ich mal selber machen. Ich ziehe den Frankie mal raus. So, ich bin wieder bei meiner geliebten D6N unterwegs, natürlich mit Slope Assist. Vor uns haben wir ein Stück, das ist schon ein bisschen gerade gezogen, da kann man noch mal locker drüber gehen. Wie machen wir das? Wir aktivieren den Slope Assist einmal hier vorne, drücken hier auf den Joystick, dann sehen wir auch, dass das Schild in Position geht, gehen von der Bremse und fahren los. Jetzt sehen wir, wie die Lenks- und Querlenkungsautomatik langsam das Schild über die Fläche fahren lässt. Man sieht das schön auf der linken Seite. Genau. Geben ein bisschen mehr Leistung rein. Das Ganze geht auch noch ein bisschen schneller. Und wir erzielen ein perfektes Ergebnis. Ohne selber Hand anzulegen. Quasi ohne Hände. Sehr schön. Genau, auf die Bremse treten. Schild hoch. Rückwärtsgang rein. Und fertig ist es. Kann quasi jeder, selbst ich. So, die Assistenzsysteme der D6N sind ja wirklich sehr überzeugend. Sehr, sehr einfach zu bedienen und perfekte Arbeit. Aber die Jungs von CAT können nicht nur das gut, sondern auch sehr schicke Bagger bauen. Frank, schwing ihn mal rein. Der Frank zeigt uns jetzt den Great Assist. Er wird die Böschung hier ganz gleichmäßig hochziehen in einem Arbeitsschritt und muss dort nicht nur mal den Löffel oder den Ausleger separat korrigieren. Achtet mal drauf, guck mal runter. Jetzt seht ihr, wie der Arm ganz gleichmäßig hochfährt. Ein Traum. Das kriegst du sonst so nicht hin. Und das Beste ist, wenn der gleiche Löffel entleert hat,
setzt dann wieder an und sitzt genau gleich. Achte drauf. In einem Rutsch. So, nehmen wir die Sache jetzt hier viel zu heiß. Ich gehe mal wieder runter, Sekunde. Aber ich bleib da. Könnt ihr das sehen? Ihr könnt aber ruhig stehen bleiben, keine Angst. Alles gut, alles gut. Also da, wo ihr steht, möchte ich gerade nicht stehen. Ist ziemlich heikel. So, aber wisst ihr was? Wisst ihr was? Das ist so einfach. Das kann selbst ich. Ich schwinge jetzt mal rein und mache das selbst. Mit dem Great Assist. So, sind wir auch schon an Bord, ja? Wie gesagt, ich habe gehört, es wird was ganz Neues. 360 Grad ist quasi live dabei. Mein Erfahrungswert in Sachen Baggerbedienung sind genau einen Tag alt. Nicht wirklich gut, aber ihr werdet sehen, selbst ich kann den Great Assist bedienen. Und zwar, wir aktivieren ihn. Hier unten, wir drücken drauf. Jetzt ist er aktiviert. Jetzt fahre ich den Löffel runter. Genau, er muss noch nicht mehr genau sitzen. So, jetzt habe ich nämlich hier meinen Winkel vorarretiert. Den sagt er mir auch hier schon an. Es ist jetzt quasi genau in der richtigen Position. Jetzt pass auf. Jetzt ziehe ich nur noch ran und Löffel und Ausleger ist alles in einem Winkel und er zieht es gleichmäßig hoch. Das könntest du manuell gar nicht so genau, weil du so viele Sachen gleichzeitig bedienen musst. Oder andersrum, ich könnte es sonst nicht so genau. Und für mein Hintergrundwissen, finde ich, mache ich das schon gar nicht so schlecht, oder? Ich habe quasi einen neuen Job. Frank ist raus, würde ich sagen. So, ich mache noch ein bisschen weiter. Bis später. Tschüss. Mensch, 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 ist das ein Bild, ne? Sigi in der 323 mit Great Assist und Frankie in der D6N mit Slope Assist. Aber ganz ehrlich, die machen ihren Job schon ganz gut. Ich würde sagen, ich bin raus. Ja, ich kann ihn wieder beibringen. Tschüss. So. Das kann ich aber gut.